Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Heute wieder mit dem guten Harry. Ich würde gerne mal hier ein paar Quickstacks durchführen. Ach du heilige Scheiße, wie viel Stein haben wir denn jetzt schon? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stimmt, wir hatten noch keine Höllendingens, kein Höllenofen. Hellforge, so, das ist das Wort, was ich suche. Crafting? Nein, 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 nein. Zu dir wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich zu der Paris hier oben. Um nochmal die Shuriken zu verkaufen. Und Gravity Potion könnte man natürlich doch nochmal aufbewahren. Die kommen dann hier hin. So, ansonsten. Hermes Boots. Da habe ich ja schon die Lightning Boots und die. Er ist die Wanderers. Was kann ich denn die Lightning Boots nochmal upgraden mit? Ach, sag mal. Nein. Crafting. Ach, stimmt, mit den Ice Skates. Dann wären das die Frost Spark Boots. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. So, das kann man auch nochmal upgraden. Das hier allerdings nicht. Nee. Restores Mana when damaged. Und increased Mana. Gravity Boots. Hä? Wieso waren die denn nicht zusammengestackt? Komisch. So. So viel Krimskrams eigentlich hier im Inventar, den wir gar nicht mehr brauchen. Aber gut. So, lass uns jetzt erstmal wieder nach unten. Ich würde gerne den Höllenfahrstuhl mal eben fortführen. Bis dort waren wir gekommen. Wir werden nur ein Problem bekommen, weil hier nachher Lava kommt. Aber dann holen wir uns das Wasser hier. Und überfluten das Gebiet. Ja, das klingt für mich nach einem Plan. So, ansonsten hat sich halt nichts getan hier. Die letzten Tage habe ich ja doch dann mit dem guten Wilhelm gespielt. Momentan habe ich leider nicht ganz so viel Zeit aufzunehmen, weil ich jetzt die Woche echt recht viel zu tun habe. Und dementsprechend kann ich leider immer nur eine Terraria-Folge pro Tag bringen. Ich würde natürlich gerne nach wie vor Wilhelm und Harry täglich bringen. Ich werde aber natürlich versuchen, dass ich dann am Wochenende jetzt ein bisschen was aufgenommen bekomme, dass ich dann auch wieder FIFA bringen kann. Ich sag mal so, meine lieben Freunde, ich habe auch noch ein paar FIFA-Parts hier auf Lager. Ja, ich könnte theoretisch jetzt FIFA hochladen. Das Problem, das ich nur sehe, wenn ich jetzt FIFA hochlade, ich habe noch zwei Folgen, dann könnte ich keine neuen Folgen produzieren. Und das finde ich genauso bescheuert, dass ich dann jetzt zwei Folgen hochlade und dann erstmal wieder eine mega lange Pause kommt. Weil das ist ja genauso scheiße für euch, wie wenn ich jetzt nicht hochlade. Deswegen lasse ich das momentan jetzt erstmal mit dem Hochladen von FIFA sein. Denn die Maus ist da gerade in die Lava gerannt. Denn ich warte dann lieber, bis ich wieder Zeit habe, ein bisschen mehr aufzunehmen. Und dann kommt ein neuer FIFA-Part direkt. Also dann kommen direkt mehrere halt, dass ich nicht nur zwei Tage bringen kann, sondern dass es dann ohne Pause hoffentlich weitergeht. Ich habe leider echt momentan ein bisschen wenig Zeit. Vor allem mit dem Gestrandet und Star. Bei uns sind ja zwei neue Projekte auch gestartet. Und die liegen mir natürlich sehr am Herzen, weil das auch Community-Projekte sind. Und ich mir natürlich freue, dass ich da mitmachen darf und kann. Und deswegen haben die halt gerade so ein bisschen Priorität über die anderen Sachen. Na gut, ich versuche ja trotzdem mal hin. Ein Terraria-Part am Tag, das ist für mich Pflicht, weil Terraria ist nach wie vor einfach ein geiles Game, was mir mega viel Spaß macht. Das wäre ja schön doof, wenn ich das dann nicht mehr zocken würde. Jetzt überlege ich gerade. Ich warte mal eben ab, bis die 7 Sekunden um sind, so. Und dann baue ich hier einfach einen Abfluss, habe ich mir gerade mal so überlegt. Boah, shit, 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 shit. Okay, also 7 Sekunden sind doch nicht so viel, wie man meint, wenn man da unten in der Lava schwimmt. So, next try. Wow, wow, wow. Alter Vater, ey. Vielleicht sollten wir es doch lieber mit dem Wasser machen. Obwohl, wir sind jetzt ja schon fast so gut wie unten. So, komm schon. Ja, das hat gut geklappt. Das hat gut geklappt. Jetzt warten wir wieder, bis das aufgeladen hat.
So, schon können wir wieder in der Lava planschen, wenn wir dann lustig sind. Komm schon. Und... Oh, komm, komm, komm. Raus mit dir. Nice one. Das war gut. Das war gut. Das war schön schnell. Und gleich können wir auch den Abfluss nutzen. Ich glaube, wenn wir jetzt runtergehen, ja, bekommen wir es schon hin. Seht ihr wohl. Und zack, hier hin. Ja, ja, flieg ruhig durch die Lava, du blödes Kackviech. Dann wirst du sterben. So, Moment. Jetzt sammelt sich die ganze Scheiße ja direkt hier wieder. Dann bauen wir hier einfach den nächsten Abfluss direkt hin. So. Weg mit der Lava. Die Lava braucht hier kein Mensch. Gut. Das heißt, jetzt könnten wir uns doch hier rein theoretisch erstmal ein bisschen Licht hinmachen. Und dann könnten wir uns hier, genau, einfach wieder runtergraben, wa? Genau. Ja, wir gehen praktisch gerade auf der Lava. Auch sehr cool. Nee, halt, jetzt war ich eben in der Lava kurz eingeschlossen. Da unten noch die beiden Leuchtstäbe. Nee, wie nennt man die Dinger nochmal? Leuchtraketen, genau. So, halt, das ist jetzt dämlich gewesen. Wir müssen hier weiterhin für den Abfluss sorgen. Oh, Vorsicht, ich fange an zu brennen. Das ist nur so ein kleiner Lavafall hier. Der ist nicht weiter tragisch. Jetzt sehe ich nur ein Problem. Erstmal mache ich Licht. Das hätte ich gar nicht machen müssen, weil der Scheiß kommt ja hier hinterher. Jetzt sehe ich nur ein Problem. Da unten ist direkt der nächste Lavasee. Muss man ja schon sagen. Das ist ja ein dicker Lavasee schon. Könnte ich direkt den nächsten Abfluss schaffen. Theoretisch. Direkt hier unter. Machen wir einfach auch mal. So, okay. Hoch mit uns. Da stehen wir sicher. Wie weit ist es denn noch bis zur Hölle? Hölle, Hölle. Oh, shit. Hier sind ja noch mehr Lava. Sehen. Also weit ist es eigentlich nicht mehr. Ich denke, wir sollten den Höllenfahrstuhl auf jeden Fall in dieser Folge noch fertig bekommen. Und dann können wir am Wochenende die Wall of Flesh besiegen. Oder was heißt besiegen? Ich bin ja schon richtig siegessicher. Nee, da können wir auf jeden Fall mal versuchen, gegen die Wall of Flesh zu kämpfen. So. Jetzt müssen wir uns nur überlegen. Die Lava hier drüben muss ja auch direkt weg wieder. Kann ich euch jetzt schon sagen. Deswegen bauen wir hier schon mal so einen Abfluss rein. Alter Vater, jetzt wird hier aber wieder ein Lava... Ein Lava-Wasserfall, wollte ich schon wieder gerade sagen. Wird hier wieder ein dicker Lavafall entstehen. Obwohl, ich könnte natürlich auch die Lava... Moment, das wäre vielleicht gar nicht mal so blöde. Oh, obwohl hier ist ja ein richtig schön dickes Dingens. Und das wäre natürlich auch der ideale Abfluss direkt in die Hölle. Dann ist man den ganzen Scheiß los. Ja, gar nicht mal so verkehrt. Gar nicht mal so verkehrt. So, wir können ja hier nochmal ein bisschen den Abfluss vergrößern. Dass es hier ein bisschen schneller alles abfließt. Boah, da braucht Terraria sogar mal Rechenleistung, wa? Wenn man hier so viel Lava auf einmal umherfließen lässt. Das ist ja dann nicht mehr feierlich. So, machen wir hier nochmal einen kleinen Abfluss hin. Der könnte ja darüber in die andere kleine Hütte führen. Haha, da oben überschwemmt der See auch gerade. Frag mich nicht, warum. Da haben wir doch gar nichts gemacht bisher, oder? Wieso überflutet denn der See da? So, jetzt müsste ich da rankommen. Naja, sehr gut. Guck mal, kloppen wir die ganzen Steine hier weg. Und dann können wir doch theoretisch hier einen Abfluss hinbauen. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist die ganze Scheiße hier schon mal weg. Und von hier kam mein Höllenfahrstuhl. Ja, ideal. Können wir hier direkt wieder weiter runter. So, einfach, genau, hier lang müssen wir jetzt weiter graben. Wir warten kurz, Leute. Ja, so, bis die Lava hier weg ist. Und jetzt bauen wir hier so einen richtig schönen Lavafall hin, der von oben noch mitgenommen wird. Na, nicht schlecht, Herr Specht. Durch die ganzen Lavaseen hier hindurch, ey. Schon richtig cool, diese Gegend hier. Gefällt mir. So, hoffen wir mal, dass wir nicht auf noch mehr Lava treffen. Oh, schau mal, hier versiegt dann der Lavafluss. Aha. Das nächste Ding. Da ist eine Falle übrigens, die kann weg.
Also, Moment. Hier runter geht's jetzt praktisch. Zack, genau. Hier runter. Alter Vater. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Ist da unten irgendwie eine Möglichkeit? Nee. Scheiße. Okay, ich meine, ich könnte jetzt natürlich mich runtergraben, bis ich wirklich in der Hölle bin. Aber ob das so sinnvoll ist, weiß ich ja nicht. Dynamit und Bomben haben wir auch nicht mit dabei. Ist hier eine Höhle irgendwo? Nee, wow, 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 wow. Wow, komm schon raus mit dir. Alter Vater. Nee, das ist zu heftig. Das ist zu heftig. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen, Leute. Was machen wir denn da? Ich muss irgendwo einen Abfluss... Ah, guck mal, da rechts könnte ich einen Abfluss hinmachen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das wäre aber ein sehr langer Abfluss. Oder warte mal, hier ist eine Höhle. Oh, das ist eine Edelsteinhöhle. Rubine. Hier gibt's Rubine, meine werten Freunde. Die Rubine können wir uns einfach mal mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Warum eigentlich nicht, ne? Geil. Ah, diese neuen Höhlen hier finde ich echt cool gemacht. Dass man da so mega viele Rubine und so findet. Hat schon was. Ist mal was anderes, ne? So, aber hier sind ja noch Platinerze mit drin, okay. So, na komm. Hier oben. Also mit Rubinen können wir uns jetzt wahrscheinlich schon totschlagen. So. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice. Wie viele haben wir jetzt? 37, ey. Scheiß die Wand an. So, das heißt, hier haben wir schon mal eine Höhle. Das Problem ist nur, die Höhle geht genau hier. Warte mal, dann könnten wir es so anders machen. Bin ich hier richtig? Ist das die richtige? Ich glaube schon, ne? Ja, doch, das müsste hinkommen. Wir graben uns dann mal ein bisschen noch weiter nach oben, würde ich sagen. Zumindest bis da oben ran. Und dann gucken wir mal, wie wir es machen. Okay, so, zack. Also, hier muss der Fahrstuhl weitergehen. Dann leite ich den jetzt einfach direkt bis nach ganz unten in die Hölle, Leute. Und da ganz unten in der Hölle kann die Lava von mir aus hinfließen, wo sie will. Das ist mir doch scheißegal dann. Das interessiert mich mal so überhaupt gar nicht. Obwohl wir hier sogar, sehr schön, hier haben wir sogar eine richtig schöne Abflussmöglichkeit, wenn ihr das mal euch anschaut. Ja, herrlich. Also besser geht's ja wohl gar nicht. So, dann graben wir hier die beiden Dinger weg. Dann fließt die scheiß Lava hier weg und dann fließt sie nämlich richtig schön da unten in die Hölle rein, wo sie dann niemanden stören wird, außer diese blöden Fledermäuse, die gerade schon alle verreckt sind. So, Feuer frei. So, jetzt können wir mal hier in der Lava duschen. Wo bleibt sie? Hallo, Lava. Da ist sie. Ja, jetzt kann ich erstmal nicht weiterbauen. Jiha, Lavabad. Jetzt müssen wir warten, bis die ganze Suppe abgelaufen ist. Obwohl, stimmt ja gar nicht. Wir könnten theoretisch... Ja, eigentlich... Genau, guck mal, wir könnten ja sowas hier hinbauen. Als kleine Schutzmaßnahme. Dass wir hier nicht mehr mit der Lava kämpfen müssen. Na komm, geh weg. Ah, Mensch, Lava, nerv mich nicht. Reicht nicht, oder was? Ah. Na gut, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Obwohl, jetzt flacht es eh ab, okay. Trotzdem ärgerlich. Hätte ich schon früher weiterbauen können, theoretisch. Na gut, jetzt ist es... Jetzt hat es aufgehört. Jetzt hat es halt aufgehört. Na komm, dann graben wir uns jetzt hier wieder weiter durch. Und nee, das gibt's ja nicht. Da unten haben wir gleich das nächste Problem. Wieder noch ein weiteres Lava-Nest. Das lässt sich aber ziemlich leicht ausheben, Leute, wenn ihr mal schaut. Da könnten wir uns einfach direkt schön durchgraben. Sehr nice. So, das muss weg.
So, und das sollte jetzt auch weg. Das hier sollte auch weg. Also, zack, den nächsten Lavafall erstmal hier, wow, freilegen. Dann sollten wir mal wieder aus der Lava raus, denn wir können nur 7 Sekunden in der Lava rumstehen, bevor wir mega auf die Fresse bekommen. So. Und dann ist der Höllenfahrstuhl gleich fertig. Ey, ich kann es da gar nicht fassen, dass wir den doch nochmal fertig bekommen haben. Und dann haben wir fürs Wochenende sogar eine richtig schöne Aufgabe. Die Wall of Flesh muss bekämpft und hoffentlich auch besiegt werden. Das wäre natürlich ein Traum. So, passt das, wa? Moment. So, einmal hier nach oben. Genau. Haben wir hier nochmal ein bisschen Licht. So. Okay, okay, okay. Dann können wir hier runter. Ich weiß, dass hier noch ein bisschen Lava drin ist, aber es ist jetzt nicht so tragisch gerade. Außer wenn ich jetzt natürlich wieder hier die ganze Zeit in der Lava stehe. Das ist doof. So, aber jetzt müsste ich hier doch einen Abfluss schaffen. Und dann geht es hier einfach weiter runter. So, Lava, hör auf rumzunerven, ganz ehrlich. Oh, das geht, glaube ich, genau an der Lava vorbei. Das wäre natürlich ein Traum. Und hier sehen wir jetzt schon den Höllenlayer im Hintergrund. Den guten alten Höllenlayer. Nice one. Vielleicht sehe ich ja sogar im nächsten Atemzug direkt eine Hellforge. Dann würde ich die vielleicht auch nochmal mitnehmen. So, aber erstmal die ganzen scheiß Gegner abballern. So, wow, da kommt direkt ein Bone Serpent, den ich jetzt auch noch gekillt habe. Das hat mir leider nicht so viel gebracht, weil der mitten im Dingens war. In dem scheiß Gebiet da. So, die Hellforge nehmen wir mal eben mit. Und ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts Interessantes mehr, ne? Oh, hier ist aber eine Menge. Waren wir hier schon mal? Habe ich hier mit einer Bombe gearbeitet? Warte mal. Hier müssen wir schon mal gewesen sein, glaube ich. Das sieht mir so bombenmäßig aus, beziehungsweise dynamitmäßig. Genau. Ach, wir haben ja noch gar nicht die Höllenspitzhacke. Ich dachte, wir hätten die irgendwie schon. Aber Wilhelm hat die, ne? Ja, genau. Wilhelm ist jetzt dem Harry in der Hinsicht ein ganz kleines bisschen... Wow, voraus. Jetzt nehmen wir die beiden Dinger nochmal mit, dann haben wir die Hellforges am Start. Und das dürfte dann genügen, naja. Oh, was? Wo ist der Spiegel denn hin? Wieso ist denn der Spiegel da gar nicht drin oben? Hey, guck mal da unten. Wieso ist der Spiegel da nicht drin? Gib es doch nicht. Einen Emerald, wow. Wir sind reich. Nun denn, meine werten Freunde, zurück in unserem Baumhaus, würde ich mal sagen, machen wir dann auch einen Cut für heute. Wir könnten uns nochmal ein bisschen Krams herstellen. Mit der Hellforge hier, dass wir zumindest uns ein paar Hellstone, auch 8 Stück, doch so viel. Wow. Wie viel braucht man nochmal, mein werter Jacob, um die Spitzhacke zu bauen? Okay, nichts mit Magic Damage. 20, alles klar. Das heißt, wir haben eigentlich genügend Hellstones, würde ich mal schätzen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viele man braucht. 12 mal 5 wäre aber gerade mal 60. Dementsprechend sollte das genügen. Wir brauchen ein bisschen Obsidian. Das kriegen wir allerdings auch hin. Das kriegen wir hergestellt. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle einen Cut für heute. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht es gut. Ciao.